Hallihallo und herzlich willkommen. Das nehmen wir doch direkt mal an. Nehmen wir die ganzen Missionen einfach doch mal an. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge, zu Folge Nummer 20 von Let's Play The Hunter Call of Wild. Es donnert. Ich möchte nicht, dass es donnert. Ich möchte dann doch lieber schlafen. Bringen wir einfach meine Zeit zurück. So, 5.07 Uhr. Toll. Es regnet. Nicht gut. So, schauen wir uns mal an, was wir hier für Missionen haben. Gehe nach Spreebeck, lege einen Fuchs mit einem Bogen mit 60 von Zugkraft. Was? Mit dem mit einem Bogen? Mhm. Gehe in den Südosten von Petershain, schieße ein Foto im Königsbergsee im Hintergrund. So, wo ist denn Petershain nochmal? Königsbergsee. Das ist der Königsbergsee, oder? Ewegsee? Königsbergsee. Wo ist denn hier noch ein See? Das ist der Königsbergsee. Mhm. Interessant. Ja, so wollte ich das jetzt eigentlich nicht starten lassen. Spreeberg ist da. So, und der Königsbergsee, ist das der hier? Steht nichts. Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. So, da waren wir in der letzten Folge. Ach, Petershain, wir sind ja in Petershain. Petershainer See. Ich finde Regen hier überhaupt nicht toll, ne? Egal. Mensch. Wenn ich jetzt hier geradeaus hochgehe, beziehungsweise so schräg hoch. So. Da bin ich ja noch nicht gewesen, wenn ich das richtig sehe, ne? So. Dann laufen wir einfach mal da lang. Laufen einfach mal ein bisschen hier hoch. Schauen einfach mal, was wir so finden. Hoffen, dass wir nicht von einem Blitz getroffen werden. Kann man hier von einem Blitz getroffen werden? Das wäre ja super lustig. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich mir vielleicht Missionsziele setze oder Folgenziele setze. Irgendwie habe ich mir keins vorher überlegt. Das ist mal wieder sehr inkonsequent von mir. Was denn Feld? Also das ist der Baumkronen. Nein, das ist tatsächlich ein Feld. Nimm die Türe bei dem Wetter überhaupt raus? Ich weiß es doch nicht. Aha, da ist ein Brunnenschrei von einem Reh. Da ist doch ein Reh. Aha. Fressendes Reh. Wie weit entfernt? Knappe 150 Meter. Dann beobachten wir das Reh doch mal. Gehen wir mal ganz langsam zum Reh hin. Also gehen wir erstmal da runter. Schauen einfach mal, was das so gibt. Jetzt habe ich so eine Augen verloren. Klassiker. Was denn jetzt da? Hm. Hm. Ist jetzt weg? Was ist los? Nee. Nicht weg.
immer noch da, ich sehe es noch nicht. Ist immer noch nicht. Da fall tatsächlich nicht. Du kannst mich riechen. Nee, kannst mich? Nee, sehe ich da nicht in dem Kegel. Aber ich darf halt nicht zu sehr in den Kegel kommen. In den Windkegel. Ah, jetzt wird's hell. Und jetzt wird's auch vor allen Dingen. Ja, wo ist es denn? Ist das jetzt weg? Ne, ist ein anderes Tier. Aber ich fürchte, ich muss so da reingehen. Weil ich es sonst nicht mehr wiederfinde. Aber ich habe das Gefühl, das ist weg. Vielleicht habe ich es auch schon verscheucht. Rothirsch? Nur das Reh finde ich nicht mehr. Da ist ein Fuchs noch. Das Reh scheint weg zu sein, oder? Nein, da ist es. Das ging schnell. Das war ein guter Schuss. Schauen wir mal, ob der wirklich so gut war. Noch ein Reh. Ja, doch, sieht gut aus. Das sieht definitiv nicht schlecht aus. Das Tier mal erwischt. Ja, das war eigentlich ein guter Schuss. Ich habe nur keine Trophäenpunkte bekommen. Naja, gut. Neue Stufe. Sollten wir auch Vorteilspunkte oder so bekommen. Meine Vorteilspunkte. So, wir wollten hier weiter hochgehen. Mal die Felder so ein bisschen lang. Felder sind ja immer tatsächlich ein Prädiktor dafür, dass man gut was findet. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn man da vorne hüpft noch was rum. Wenn man so über das Feld stolziert wie ich. Und da ist noch ein Reh. Aber das läuft eher weg. Läuft halt eher da rein. Nicht gut. Aber grundsätzlich ja doch ein relativ verlässlicher Partner hierbei. So, würde ich jetzt mal gucken. Ah, ein Vorteilspunkt. So. Vorteile. Gewehr. Ich schieße ja im Moment tatsächlich fast ausschließlich mit Gewehren.
machen das jetzt einfach mal so. Da können wir das ja, das ist nicht so wie bei den Fertigkeitenpunkten, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr noch auf das, was man ausbildet, achten sollte. Ihr erinnert euch, ich habe da ja diesen, nicht Fehler gemacht, aber diesen, ich hätte das vielleicht ein bisschen geschickter anstellen können. Aber egal, nicht schlimm. Da hinter dem Hügel ist wahrscheinlich ein Reh. Oh, okay. So. Wie gesagt, normalerweise sind die Felder eigentlich immer ein sehr verlässlicher Partner. Ihr erinnert euch an das Multiplayer-Let's Play, wo es auf dem Feld hier teilweise so von Wildschweinen und so getummelt hat. Ich überlege gerade, haben wir im Singleplayer eigentlich auch schon mal ein Wildschwein gesehen, geschweige denn erlegt? Ich glaube ja tatsächlich nicht, ne? Aha. Das habe ich, glaube ich, nicht getroffen. Das könnte ich mal eben ganz kurz verifizieren. Das wäre halt ganz gut. Aber ich glaube, ich habe es nicht getroffen. Das ist zu viel gerannt dafür. Wenn ich es denn wiederfinde. Weiter rechts. Da. Nee. Nee, hier sind keine Blutspuren. Nee. Tatsächlich. Naja, gut, ist ja auch nicht dramatisch, ne? Ja, egal. Dann nehmen wir jetzt nochmal so ein bisschen hier in die Richtung hier. Das wird der Fuchs gewesen sein, der hier ja auch noch rumlungerte vorhin. Na, aber ich hab's ja gesagt, hinter dem Hügel wird da dieses Reh stehen. Und stand hinter dem Hügel. Ich bin ein bisschen begeistert. Muss auch mal langsam von meiner Festplatte die ganzen schon hochgeladenen Videos löschen. Hier, wie gesagt, das ist jetzt nichts, worauf ich, also ich brauche die ja nicht mehr. Die sind ja hochgeladen und wenn irgendwann das einfach nicht mehr sein soll, vielleicht der Kanal gelöscht ist oder sonst was, dann ist das auch egal. Also ist es für uns einfach ein Hobbyprojekt, kein Berufsprojekt. Und, das ist einfach nur, wir spielen halt gerne Spiele. Ich sag's immer wieder. Haben tatsächlich einfach auch nicht den Drang, da jetzt das so sehr zu verfolgen, dass das unbedingt auf Biegen und Brechen sein muss. Ne? Deswegen bitte ich hier an dieser Stelle auch nochmal, und ich sag das auch tatsächlich jetzt in letzter Zeit ja sehr häufig, um Verzeihung, wenn entsprechend manchmal Videos einfach nicht in der gewohnten Regelmäßigkeit kommen, wie das vielleicht am Anfang der Fall war. Na, wir brauchen noch einfach ein bisschen Zeit manchmal. Und, die fehlt aktuell. So, wir irren jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ich finde, das ist jetzt einfach mal so eine durch die Gegend irre Folge. Das in die Richtung, dann gehen wir mal Richtung dem Fragezeichen da. War schon gut Strecke zurückgelegt. Ja, nochmal gucken, ob wir da vielleicht was sehen. Nee. Ah. Ups. Das ist Bellen. Habt ihr Fuchse eigentlich schon mal lachen hören? Also, oder, also wenn die sich freuen oder so, finde ich, dann klingt das so, als würden die lachen. Da ist doch ein Tier.
Bahnhof? Wieso Bahnhof? Wow. Okay, das war ein sehr guter Schuss. Also offenkundig sind wir hier sehr rehlastig im Moment unterwegs. Wir haben in dieser Map noch so viel zu erkunden. Ich würde tatsächlich ganz gerne bis Folge 25 diese Map hier spielen. Und quasi alle 25 Folgen eine neue Map. Ja, das heißt, wir werden auch irgendwann wieder zu dieser Map zurückkehren. Ja, nur nach 25 Folgen darf man, denke ich, oh, Silber, schön. Wie viele Punkte habe ich dafür bekommen? Erfahrungspunkt 169. Schön. Auf was? Auf Info klicken. U-Score. Aha. Da habe ich ja keine Ahnung von. Da könnt ihr mir ja erzählen, was ihr wollt. Was passiert, wenn ich auf Beute... Das habe ich noch nicht gemacht. Okay, Bonus 690. Da weiß ich auch tatsächlich nicht, was passiert. Weil das gab's, als ich das früher gespielt habe, gab's das noch nicht. Aber da war ich doch schon, oder? Bei dem Aussichtspunkt. Warum war ich dann da noch nicht? Verrückt. Verrückt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei diesem Aussichtspunkt gewesen bin. Vielleicht, wenn ich gleich davor stehe, sehe ich es wieder. Man weiß es nicht. Habe ich überhaupt da hingerichtet? Ja, ich laufe genau drauf zu. Sehr gut. Schön hier, oder? So durch den Wald. Nee, was ist das schön? Oh. Voilà. Oh, ich hab voll dran vorbei. Wie ist das denn jetzt passiert? Es wird wahrscheinlich so ein Jagdposten sein hier. Der hier übers Feld, ja, das ergibt tatsächlich Sinn. Ja, hatte ich mir doch gedacht. Turmruine geht es sein. Da ist die Turmruine. Da waren wir im Multiplayer mit Lars zusammen. Ich weiß noch, wie Lars da runtergefallen ist. Komm, wir bauen das einfach mal. Haben ja ein bisschen Geld. Mal einfach mal so ein bisschen hier. Erfahrungspunkte. Ach, das gibt auch Erfahrungspunkte. Hätte ich das gewusst? Hätte ich das gewusst? So. Codex, Jäger, Jagdprof, die Profilkarte. Ich wusste ja, dass das auch Punkte gibt. Oh, mir fehlen aber noch echt ordentlich Punkte. Da fehlen mir echt ordentlich. Boah. Vielleicht wird das wird wahrscheinlich auf einer Karte dann, bei Maps wird das wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. Ja, ihr Lieben, ich würde einfach mal sagen, ich melde mich jetzt gerade aus diesem wunderschönen Hochsitz hier und würde dann hier jetzt die Folge beenden. Es ist schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat mich sehr gefreut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Kommentar da.
Und wenn ihr weitere Videos von unserem Kanal sehen wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, oben rechts im Bildschirm zu klicken auf Abonnieren und unten rechts auf ein weiteres Video von diesem Kanal anschauen. Ja, da seht ihr ein weiteres Video von unserem Kanal. Ich würde sagen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis die Tage. Ciao, ciao.